Hallo Leute und willkommen zurück zu Angelas Highschool Reunion. Wir machen weiter mit der nächsten Prüfung. Angela hat sich den Kopf gestoßen. Lass sie nicht zu viel laufen oder ihr wird schwindelig. Okay, hatten wir nicht sowas auch in der letzten Folge? Sowas ähnliches irgendwie? Aber gut, wenn Angela zu viel läuft, wird sie immer langsamer. Ach so, okay. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann vielleicht am Ende ganz versaut ist. Wisst ihr, wie ich meine? Also wenn ich zu schnell laufe, ist es dann schon vorbei. Da bin ich mir nicht sicher. Ich werde so gut es geht versuchen, so wenig Schritte wie möglich zu machen. Beziehungsweise da oben immer ein bisschen drauf zu achten. Und dann schauen wir einfach mal. So, hier wird abkassiert. Da muss abgeräumt werden. Okay, passt auf. Das mache ich mal eben. Und dann bekommst du da gleich deinen Pulli. Das sollte aber dann noch hinhauen, genau. 2650 Punkte brauchen wir. Okay. Oh ja, das da oben hin ist echt immer ein weiter Weg. So, eben kurz ein bisschen ausruhen. Du bekommst dann Waschmittel und einmal die Schuhe dazu. Okay, Angela, nicht zu weit laufen. So, dann können wir die beiden jetzt hier auf jeden Fall schon mal zusammen abkassieren. Das werde ich auch kurz machen. Da oben ist der Karl. Und dann zwei davon für euch, bitteschön. Dann brauchen wir einmal das Buch und das Waschmittel. Ich hoffe, das passt noch. Eben kurz warten, hier oben genau. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das ist. Achso, es ist dann gar nicht komplett versaut. Okay, ich meine mich nicht erinnern zu können. Bei irgendeinem Spiel war das doch so, dass es dann komplett versaut war und man im Endeffekt von vorne anfangen konnte. Aber gut, so jetzt erstmal kurz ein bisschen wieder aufladen. Wir kassieren jetzt hier. Und warten, dass du dich da komplett aufgeladen hast und ein bisschen schneller laufen kannst. Oh, ich sehe gerade, die wollten da sitzen, ne? Tut mir total leid. Habe ich jetzt viel zu spät gesehen. Schaffen wir es denn jetzt noch eben fix da oben hin, dass wir da auf jeden Fall noch aufräumen und da wieder zwei Betten soweit fertig haben. So, dann ist das erstmal für euch. So, Hälfte der Punktzahl haben wir noch nicht, aber schon mal über 1000, das ist gut. So, dann wird hier erstmal aufgeräumt und dann kann sich das Ganze hier ein bisschen regenerieren. Das wäre super. So, nehmen wir das hier mit, nehmen die Schuhe auf jeden Fall schon mal mit und dann das Toilettenpapier dazu. So, dann haben wir jetzt hier zumindest mal wieder eine Kombo beim Servieren gemacht. So, abkassieren und dann würde ich sagen, räumen wir erstmal hier auf. Amazing war das sogar, das ist fantastisch. So, dann schnappen wir uns die Zeitung und direkt den Pullover. So, wir haben drei von den T-Shirts bzw. Pullovern hier unten. Das sollte erstmal ausreichen. So, zwei davon für euch und 1800 Punkte. Okay. So, kurz eben ein bisschen regenerieren. Du bekommst dann das und das. Bitteschön. Was ist mit dir da oben? Was möchtest du? Einmal die Schuhe. Ich kassiere aber erstmal, genau. Dann schnappe ich mir die Schuhe. Die sind dann für dich. Du kannst da schon mal ein bisschen was nachliefern. Oh, dann haben wir die Tasche mal wieder. Hatten wir jetzt auch schon länger nicht mehr. Eben kurz wieder aufladen. So, dann schnappen wir uns die Tasche. Ja, ich weiß, ihr wollt da sitzen, aber es tut mir echt leid, ich bin nicht so schnell. So, ich hoffe, das reicht für den Moment, dann bekommt ihr erstmal das. Und dann muss ich aber komplett aufgeladen sein, damit es hier funktioniert. Ja, ja, ihr braucht da gar nicht rumzicken. Angela ist halt ein bisschen langsamer, müsst ihr mitleben. So, Mädels, der Tisch ist frei, wir schnappen uns Waschmittel und einmal Flipflops und Toilettenpapier, bitteschön. Dann muss ich jetzt auf jeden Fall... Oh Gott, ist sie lahm. Oh mein Gott. Muss ich jetzt auf jeden Fall kassieren. So, und dann noch ein bisschen aufladen in der Zwischenzeit. Ja, ich weiß, ich möchte euch erst gerne die Bücher eigentlich bringen. Okay, so viel dazu. So viel dazu. Ich wollte euch eigentlich die Bücher bringen, aber dann hat sich das erledigt. So, das ist dann erstmal für dich. Bitteschön. Dann machen wir jetzt eben die Tasche. So, und dann bekommt ihr eine Zeitung dazu. So, sehr schön. Dann kann ich hier unten schon mal aufräumen. Ach, wir schaffen das auch so, ne? Ohne diese zwei, drei blöden Trullers, die hier gerade nicht ganz so viel Geduld hatten. So, dann ist das hier schon mal für dich. Und dann brauchen wir einmal Waschmittel und einmal die Schuhe. Ich muss da oben auch noch aufräumen. Wobei, die Punkte für den Laden sind ja im Endeffekt jetzt gar nicht so wichtig, ne? Weil wir es auch so schaffen. Würde ich jetzt mal so behaupten. Yay! Amazing! Amazing! Ja gut, dann haben wir heute mal nicht komplett aufgeräumt, aber ja nix. So, weiter geht's mit der Story. Ich bin gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Level 55. Gib mit deinen Fähigkeiten gegenüber den anderen Häftlingen an. Serviere drei vollständige Bestellungen nacheinander. Okay, dürfte hoffentlich kein Problem sein. Im Ernst, Angela, du siehst besser in dem orangenen Overall aus, als die meisten Leute in einem maßgeschneiderten Kleid. Oh, bitte. Und um ehrlich zu sein, war ich schon immer etwas eifersüchtig. Du warst auf mich eifersüchtig? Als die Wärter mich in den Block begleiteten, waren sie sich nicht sicher, welche Zelle deine war. Also haben sie angehalten und eine Frau namens Big March gefragt, ob sie weiß, wo du bist. Sie wusste deinen Namen nicht, also mussten sie dich beschreiben. Woraufhin March sagte,
Oh, Sie meinen das Mädel, die hier hereinkam und wie die Prinzessin von Monaco aussah? Ach, sieh an. Da hat doch die Angela immer wieder gesagt, dass sie ja so ein bisschen neidisch auf die Emily ist, weil die mal alles hatte, weil die mal so die perfekte Tochter war, ne? Dabei war die Emily auch neidisch auf Angelas Schönheit, sage ich jetzt einfach mal so. So, wie war das? 3 perfekte Bestellungen hintereinander oder so? Okay, ich hoffe, ist das so gemeint oder alle? Oder halt alle hintereinander im Sinne von alles aufs Tablett? Jetzt mal eben kurz schauen. Oh, sag mir nicht, das Spiel fängt jetzt wieder an. Serviere 3... Moment, serviere... Alles klar. Okay, nee, starten wir neu. Ja, da starten wir auf jeden Fall neu. Okay, also alles auf dem Tablett haben. Ja, aber das ist doch fast nicht möglich, wenn wir nur ein 5er Tablett haben. 3, 4, 5... Nee, wir haben ein 6er Tablett. Okay, alles klar. So, dann stelle ich aber trotzdem mal eben die Wäsche an. Dann darf ich in der Zwischenzeit nichts anderes machen. Also schnappen wir das und das. Dann lasse ich die Wäsche jetzt leider. Dann wird es nicht funktionieren. So, dann schnappe ich mir die hier und die hier. Und dann bekommt ihr das. Ich bin jetzt gespannt, ob es so gemeint ist. Und, ja, es ist so gemeint. Ach, super, gut. Das mit der Wäsche habe ich jetzt leider versaut. Ja, die Sache ist die, wenn ich dir das jetzt bringe... Oh, das Ganze muss ich 3, 4, 5 Mal machen. Okay, da ist Karl. Ja, wird es aber ein bisschen schwierig, ne? Dann wird es echt ein bisschen schwierig. Ich räume jetzt erstmal hier auf. So, genau, du kommst da jetzt auch noch dazu. Okay, dann schnappe ich mir erstmal das. Und dann bekommst du einmal das dazu, dann diesen Overall, dann das dazu und die Zeitung dazu und das Waschmittel dazu. Okay, dann hoffe ich, dass wir jetzt alles haben. Hierhin, dahin und dahin. Dass ich das jetzt auch so gut wie möglich direkt am Anfang irgendwie hinbekomme. So, die Wäsche muss ich jetzt auf jeden Fall machen. Oh, ich muss da definitiv aufräumen. Also Waschmittel ist für dich. Und gerade ist ja nicht so viel los, als dass ich das machen könnte. Deshalb machen wir das erstmal so. Dann machen wir das so. Ich müsste eigentlich... Oh Gott, ich müsste eigentlich aufräumen. Ja, Mädels. Nee, wartet mal ein bisschen. Das ist ganz schön schwer. Das ist ganz schön schwer. Ja, ich muss denen das jetzt erstmal bringen. 3 Mal muss ich das noch machen. Ah, ja, bring das mal bitte. So, und dann haben wir jetzt hoffentlich bei den Nächsten, die kommen, hier die Gelegenheit, das zu machen. Wobei ich die ja noch abkassieren muss. Und das ja dann im Endeffekt nicht wirklich zählt, ne? Passt auf, dann räumen wir eben auf. Ich hoffe, das haut noch hin. Also, dann kassieren wir. Dann hole ich mir einmal das. Dann hole ich mir einmal das inklusive Zahnbürste. Dann das Buch, dann die Zeitung. Dann noch eine Zeitung und einmal die Schuhe. Habe ich alles? Ich müsste, nein, ich habe das hier nicht. Ich habe das hier nicht. So, jetzt habe ich alles. Nee, irgendwas ist doch... Was ist denn da falsch? Ich habe doch alles. So, so, so. Okay, hat funktioniert. Boah, das ist schwierig. Ist bis jetzt das Schwierigste, würde ich sagen. So, okay, also, wen haben wir? Ich muss hier erstmal aufräumen und dann haben wir wieder die 3. Okay, also, nehme ich das mit, nehme ich das mit, nehme ich das nochmal mit. Ach nee, kann ich ja nicht. Ach Quatsch, kann ich ja nicht. Ja, weil die hier erst kassieren, abkassiert werden müssen. Okay, wow. Krasse Nummer. Heftig. Okay, also ihr setzt euch jetzt, entscheidet euch. Ne? Das ist super. Du musst da mal bitte beides nachlegen. Dann schnappe ich mir das und das. Ja, ich komme. Ich komme, Leute. Dann schnappe ich mir das und dann schnappe ich mir das. Also, bitteschön, bitteschön. 2, Nummer 3. So, und dann das Ganze nur noch einmal. Gott sei Dank. Das reicht dann auch wirklich. Also davon haben wir genug. Ich gehe mal eben hier oben aufräumen. Beide Kabinen am besten. So, und dann kann ich hier aber eben aufräumen. Dann nehme ich davon ein, davon ein, davon 2. So, muss aber dann warten. Oh nein, geht hier. Ah, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Das kriegen wir nicht hin, Leute. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin, weil ich habe ja jetzt kassiert, oder? Obwohl, es kann natürlich auch sein, wenn ich... Ja, ich beeile mich jetzt. Ah! Nein! Mega ärgerlich. Aber mit ihr kriegen wir das hin. Mit ihr kriegen wir das hin. Also Waschmittel und das hier. Mit ihr schaffen wir das. Boah, war das jetzt gerade ärgerlich. Hat nicht funktioniert? Hat nicht funktioniert. Shit. Was machen wir? Was machen wir? Holen wir es direkt nach? Holen wir es später nach? Mist. Ja, war schwer. Ich überlege jetzt gerade, ich würde sagen, ja komm, das holen wir später nach, ja. Weil, wie gesagt, die Aufgaben möchte ich schon gerne geschafft haben. Marge, du hast neulich etwas gesagt, das sehr scharfsinnig war. Machst du dich über mich lustig? Nein, ich meine das ernst. Es war schlau, clever, klug. Hab ich das? Du sagtest, es ist schon eine Ewigkeit her, dass ich mich wie eine Dame gefühlt habe. Also ich denke, ich weiß warum.
Und ich habe die perfekte Lösung dafür. Janet Morgan, auf geht's. Warum? Du stellst den Wachteln keine Fragen, Prinzessin. Du machst, was sie sagen. Den Wachteln. Ja, tatsächlich Wachteln. Also nicht Wachen, sondern Wachteln. Hab ich mich doch nicht verlesen. Ich habe es ja schon angedeutet. Die Angela will hier mit der Marge und den ganzen anderen Knastfreundinnen wahrscheinlich voll die coole Modenschau aufziehen. Angela ist inspiriert und will an neuen Entwürfen arbeiten, findet die dafür nötigen Utensilien. Okay. Gut, gut. Ich hoffe, das wird nicht ganz so schwer. Es ist schön, dich wiederzusehen, Chloe. Obwohl ich mir gewünscht hätte, dass dies unter besseren Umständen geschehen wäre. Matt Miller ist mein leiblicher Vater. Ja, es tut mir leid, dass ich dir das verheimlicht habe. Aber das ist wirklich etwas, was deine Mutter dir selbst erzählen musste. Ich kann dir auch nicht erklären, was bei deiner Mutter schiefgelaufen ist, Chloe. Ich habe alles Erdenkliche getan, um ihr die nötige Disziplin mit auf den Weg zu geben, damit sie als verantwortungsvolle Erwachsene in dieser Welt bestehen kann. Wie auch immer, ich werde dafür sorgen, dass sie entlassen wird, noch bevor jemand merkt, was geschehen ist. Ich hatte schließlich schon einmal einen Skandal, der meine Karriere beendet hat. Ich kann gut und gerne auf einen zweiten verzichten. Ja super, jetzt will er die Janet rausholen? Da bin ich gespannt, ob er dann auch die Angela rausholt. So, finde Angelas Utensilien. Also, gehört das dazu? Das gehört dazu. Faden auf jeden Fall. Da hinten habe ich Garn gesehen, konnte ich aber jetzt nicht anklicken anscheinend. Das ist für dich. Dann haben wir einmal das Paket mit Zahnbürste und Flipflops. Das ist dann für dich. Da ist noch ein Faden, da ist noch eine Schere. Wie ist es mit dem Garn da hinten? Genau, das hätte ich nämlich gerne. Dann noch ein Pullover und Waschmittel für dich. Bitteschön. Ach, ich habe auch gerade den Verband angeklickt. Und die Janet hilft mir jetzt hier beim Abräumen. Ah, das finde ich ja super. Dass ich da nicht mehr ganz so alleine bin. Das ist richtig gut. So, da oben noch mal kurz aufräumen. Dann bekommt ihr einmal diese Uniform hier. Karl, ich habe dich gehört, kann aber gerade leider nicht gucken. Ist so 1 zu 2. Dann ist da noch was. Das hatte ich eigentlich vorhin schon angeklickt. Aber okay. Wie viele Sachen fehlen noch? 3 Stück. Da ist einmal der Fingerhut. Das hier brauchen wir. Und das Buch brauchen wir. Und 2 Dinge fehlen noch. Okay, du gehst mal bitte aufräumen, Janet. Ich mach mal eins davon. Dann brauchen wir einmal das hier mit Zahnbürste und die blauen Schuhe dazu. Du bringst mal bitte neue Pullover. So, 2 Sachen noch. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Gehört das dazu? Nee, ne? Sieht gerade nicht so aus. Muss ja irgendwie Faden sein oder Schere oder... Ach, da hinten. Bei ihr, okay. So, dann einmal Waschmittel und einmal das hier. Schön, ich muss gleich nochmal eben kurz Wäsche machen. Janet, du kannst dann dahin gehen. So, dann stellen wir eben die Waschmaschine an. Ich hoffe, dass ich dann ein bisschen Zeit habe zu gucken. Karl, da bist du. Da bist du. So, hier unten sehe ich nichts. Wischmopp, nee. Das ist alles nicht unbedingt geeignet, um irgendetwas zu nähen. So, das können wir nochmal auffüllen. Dann bekommt ihr ein weißes. Einmal das. Schön. Ich sehe es nicht mehr, Leute. Ach, eine Sache. Ah, da ist sie. Da unten. Ich habe es gesehen. So, dann bekommst du Zahnbürste, Flipflops und Pullover. Bitteschön. Du kannst direkt mal die Schuhe nachlegen und Janet kann hier vorne aufräumen. Dann nehmen wir nochmal Schuhe und den orangenen Pulli. Oder Overall. Ich habe keine Ahnung, was es denn tatsächlich sein soll. So, davon haben wir erstmal genug. 3 und 4. Das passt soweit. Und das hier kann mal weg. So, einen davon, 2 davon und 1 davon. Bitteschön. Und was kann ich für dich tun, meine liebe Janet? Kann erstmal da aufräumen. Ein Buch und einmal die Schuhe. Oh, sie ist schon wieder zickig, ne? Ich habe das Gefühl, die haben hier alle so gut wie gar keine Geduld. So kommt mir das zumindest ein bisschen vor. Aber ich finde es schön, dass die Janet jetzt hier auch mal was tut. Ich meine, warum auch nicht? Und dann noch solche Arbeiten wie Putzen, dass das nicht unter ihrer Würde ist. Das wundert mich, ja? So, abkassieren und 4-mal die Zeitung für euch. Bitte schön. So, Stern Nummer 2, nee, noch nicht. Nochmal die Zeitung und Toilettenpapier und Flipflops dazu, bitteschön. Was bekommst du? Einmal das rote und Zahnbürste und Flipflops. Okay, dann stelle ich jetzt hier nochmal kurz die Wäsche an. Janet räumt auf und wir haben Stern Nummer 2. Ach, schön. So, du kannst hier mal bitte beides nachliefern, wenn du gerade sowieso nichts zu tun hast. So, weiß ist fertig, orange ist fertig, super. Waschmittel nehmen wir mit und Toilettenpapier und Flipflops für dich, bitteschön. Und du bekommst auch den Kram und die Schuhe dazu. So, dann haben wir nochmal Waschmittel und die Zeitung für dich. Ach ja, jetzt läuft es wieder gut, ne? Aber vorhin die Aufgabe, oh, das war wirklich gemein. Das war echt gemein. So, dann das dazu. So, hier schon mal abkassieren. Und was kann ich für dich tun, meine Liebe? Was möchtest du? Oh, Janet, da oben aufräumen, habe ich gar nicht gesehen. Das übersieht man so leicht da oben. So, damit abkassieren. Also ich finde die Musik
ganz nett, da gibt es schlimmere Kapitel, aber ich finde, es passt so gar nicht hier zum Knast, also ich weiß ja nicht. So, das ist für dich und die Schuhe sind für dich, dann nehmen wir Waschmittel mit und das Buch für dich und da kann Janet nochmal bitte aufräumen. Und dann haben wir es doch geschafft, sehr schön. So, abkassieren. Cool. Achso, du bist noch da, habe ich gar nicht gesehen, auch noch abkassieren. 4000 Punkte sogar, wow. Romper, darf ich dich um einen Gefallen bitten? Alles, was du willst, mein Liebling. Das treibt dich schon ewig in die Enge, aber könntest du meine Mutter noch etwas länger im Gefängnis behalten? Ich denke nicht, dass sie schon ihre Lektion gelernt hat, Romper. Für meine Mutter steht immer noch sie selbst an erster Stelle. Sie hatte gelogen, es gab nie eine Erlaubnis, die Schule zu nutzen. Dadurch hat sie viele Menschen in Gefahr gebracht. Was sie wirklich braucht, ist etwas Zeit, um über ihr Vergehen nachzudenken. Sie braucht etwas Disziplin. Disziplin. Finde ich ja witzig, dass das jetzt die 16- oder 17-jährige Tochter hier regeln muss. Ach ja, heute ist Wäschetag und die Leute fragen nach sauberer Kleidung. Oh nein, sorge dafür, dass du genug vorbereitet hast. Okay, 350, sodass die Kunden geduldiger warten. Und was haben wir hier? Die Tischkunden werden geduldiger. Okay, ist im Endeffekt egal. Gut, gut, also viel saubere Wäsche, ja? Das ist ja ganz toll. Bedeutet das denn, dass alle nur Klamotten wollen? Ich will es nicht hoffen, oder? Weil dann wird es nämlich echt ein bisschen schwierig. 2525 Punkte, eieiei. Also Waschmittel nehmen wir mit, davon nehmen wir zwei mit. Haben wir jemanden, der aufräumt? Nein. Was? Wir haben niemanden, der aufräumt? Bei so einer Prüfung? Eieiei, okay. Ich habe sie da jetzt warten lassen, es tut mir leid. Ich kassiere mal eben. Ach Mist, hätte ich noch warten sollen, egal. So, das ist dann für dich. Aber ja, es ist schon mal nett, dass die nicht alle die Klamotten bestellen. Ne? Das finde ich ganz gut. So, dann da oben noch aufräumen. Wobei ich die Punktzahl, wow, finde ich gerade echt viel. Das nochmal bitte beides nachliefern. So, dann einmal die Schuhe und das sieht für dich. Dann wird direkt kassiert. Oh, Karl, ich habe dich gehört und gesehen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, die kommen jetzt mit 6 Leuten? Ist das... Oh Gott, ich warte mal eben. Ich warte mal eben, damit ich auf jeden Fall hiervon genug habe. So, das legen wir hin. Also, ein davon, dann zwei davon. Ihr müsst jetzt ein bisschen warten, tut mir leid. Dann zwei davon und einen davon. Boah, ist das viel, oder? Dann schnappen wir uns einen davon für dich. Hat aber alles gepasst, super. So, abkassieren, dann auf jeden Fall hier ein bisschen was nähen. Und jetzt haben wir 5 und 4. Alles klar, du bekommst davon ein. Und das dazu, bitteschön. So, abkassieren. Ich gehe mal eben fix hier vorne aufräumen. 1300 haben wir jetzt schon. Okay, du bekommst das hier mit Ausweis dazu. Und dann einmal das, bitteschön. Dann nochmal dieses hier und Toilettenpapier mit Seife, bitte sehr. Dann kassieren wir direkt. Dann stelle ich mir eben kurz die Wäsche an. Dann schnappen wir uns einen davon, zwei davon, bitte sehr. Und dann gehen wir erstmal hier oben hin, räumen auf, würde ich sagen. Und dann holen wir schnell die Wäsche raus, das und das. Und dann kassieren wir erst 1500 Punkte, okay? Ich bin gespannt. Dann haben wir da jetzt wenigstens eine Kombo. Das ist ganz gut. Da vorne ist wieder alles frei. Hier bitte mal eben aufräumen, Angela. So, dann bekommst du das und das andere mit Flipflops dazu. Und was möchtet ihr zwei? Ihr möchtet einmal das Buch und das weiße Oberteil. Okay, gleich 2000 Punkte. Gut. So, nochmal fix die Wäsche anstellen. So, dann bekommt ihr einen davon, zwei davon und das hier. Ja. Oh, oh, jetzt könnte uns gleich kritisch werden. Ich hole erst die Wäsche raus. Das ist jetzt gerade wichtiger. So, nehmen wir den Pullover mit auf dem Rückweg. Dann zwei davon und einmal das. Das ist dann für dich und für dich. Jetzt haben wir zumindest eine Kombo mit relativ vielen Leuten. Wir müssen dann aber auch definitiv die Tische eben abräumen. Oh, das war fabulous. Ach, super. Super. So, was kann ich dir bringen, meine Liebe? Einmal das hier und das Toilettenpapier. Moment. Das dazu. Bitte schön, dann räume ich hier vorne eben auf. So, genau. Dann nehmen wir uns die Zeitung und das hier für dich, bitte sehr. Dann kassieren wir dann nochmal das Weiße und nochmal das Buch für dich, bitte schön. So, dann gehe ich, glaube ich, mal eben schnell aufräumen und vielleicht könnte ich auch einmal noch Wäsche machen. Komm, wir hauen die nochmal eben kurz rein. So, eins davon, dann haben wir hier nämlich nochmal eine Dreier-Kombo, das ist ganz gut. Ich hoffe, ah doch, sie hat das schon Herz verloren. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, es hat jemand ein Herz verloren, aber doch. So, Wäsche ist auf jeden Fall dann schon mal fertig. Ihr seid nur zu dritt, das ist super. So, hier wird wieder nachgelegt. Dann bekommt ihr einen davon und einen davon. Warum wollt ihr nur zwei Sachen, wenn ihr zu dritt seid? Was ist da los? Na gut. So, was kann ich dir da oben bringen, meine Liebe? Ein weißes Ding und Toilettenpapier, bitteschön. Und für dich ist dann einmal die Zeitung und das orangene Oberteil. Dann wird abgeräumt. Ja doch, sah jetzt auf den ersten Blick ein bisschen schwieriger aus mit der Punktzahl und so, aber
Hat doch bis jetzt ganz gut funktioniert. So, meine Liebe, dann kassieren wir... Wow, jetzt kommen die wieder zu 6, oder was? So krass. Ja, pass auf, dann haue ich nochmal die Wäsche an. Je nachdem, wie viel die da jetzt haben möchten. Ein davon. Na, dann wird die Wäsche jetzt leider durchlaufen müssen. Ein davon. Davon zwei. Ich hoffe, ich habe alles. Ja, vielleicht kriegen wir es noch hin mit der Wäsche. Hätten wir jetzt gar nicht mehr machen müssen. Ne? So viel bestellen die gar nicht mehr, aber ist egal. So, zwei davon. Dann zwei davon. Machen wir jetzt mal so. Jetzt geht es ja relativ langsam hier. Das noch und das noch und das noch. Und abräumen müssen wir nicht unbedingt. So, geschafft. Wow. Amazing. 4000 Punkte. Ja, ja, das da unten brauche ich jetzt auch nicht mehr wegmachen. So, machen wir denn noch ein Level in dieser Folge? Ich muss mal eben kurz schauen. Also, wir hätten rein theoretisch das hier dann noch. Ich muss mir das jetzt gerade mal eben kurz überlegen. Also, in der nächsten Folge, 1, 2, 3, wisst ihr was? Ich glaube, wir machen das hier jetzt noch und machen dann in der nächsten Folge das hier nochmal, ne? Dann hätten wir beim nächsten Mal 1, 2, 3, 4 plus die ganze Story. Oh Gott, nee. Nee, das haut nicht hin. Ich muss mir das ja auch ein bisschen überlegen, was so die Zeit angeht der Folgen. Ja, wenn ich das jetzt noch mache, dann habe ich für die nächste Folge 1, 2, 3, 4, wenn das 5 Level in der nächsten Folge... Nee, wisst ihr was? Komm, wir machen das noch. Stell für den Gefängnisdirektor Ideen zusammen, um den Häftlingen zu helfen. Okay, was? Warum muss ich Ideen zusammenstellen? Ruf zuerst die Fotografen an, die sind immer als erstes ausgebucht. Wenn das Go-To-Magazin kein Interesse hat, sag denen, dass Shade schon zugesagt hat. Ist das wahr? Das wird es. Angela, Angela! Ich habe von einem der Wärter gehört, dass mein Vater seine Beziehung spielen gelassen hat, um uns hier rauszuholen. Raus? Nein, nein, das geht jetzt nicht. Siehst du nicht, dass ich gerade sehr beschäftigt bin? Das geht jetzt nicht. Darf ich dir kurz die Augen öffnen, Angela? Wir sind im Gefängnis. Und genau aus diesem Grund müssen wir diesen Frauen hier helfen. Ja, okay. Gut, da hat die Angela jetzt doch wieder einen ganz netten Ansatz, sage ich mal. Sie möchte jetzt den Frauen hier helfen, weil die sich nicht als Frauen fühlen oder wie auch immer. Von daher ist das schon ganz gut. Ich bringe dir erstmal das hier. Ist das schon ganz gut, aber trotzdem ein bisschen unlogisch, ne? Wenn man im Knast ist und die Möglichkeit hat, hier relativ schnell rausgeholt zu werden, dann so, ja, nö, ich habe hier noch was zu tun. Vor allem echt nett von der Janet, dass sie jetzt für beide gesprochen hat, ne? Und die Angela tatsächlich also hier mit rausholen würde. Finde ich ganz gut. Freunden die sich jetzt also doch so ein bisschen an. Oh, schaut mal, das sind jetzt neue Häftlinge, ne? Die sehen ja total fertig aus. Amazing. Also nicht nur, dass die alt sind, die hatten jetzt so, wow, die Gesichter sahen irgendwie so mega fertig aus. Aber gut, Janet, geh bitte da oben aufkommen. Ich vergesse das auch jedes Mal, ne? Weil das da so in der Ecke ist. Wow, die kommen da wieder zu 6 oder was? Mit dem ganzen Trupp, mit der ganzen Gang. Habe ich Karl gehört? Habe ich mir wahrscheinlich eingebildet. 1, 2, 3, nee, habe ich mir nicht eingebildet. Ja, Angela, ich habe da schon was angeklickt, aber irgendwie hast du es nicht getan. Zwei davon, bitte sehr. Dann haben wir noch eins davon und eins davon für dich. So, wie viele Punkte brauchen wir jetzt? 2075. So, dann können wir kassieren. Ach, das Spielbrett hier muss zurückgeräumt werden. Okay. Dann wird hier kassiert. Janet, du räumst da vorne auf. Was sagt die Wäsche? Das sieht doch gut aus. Davon könnten wir mal eins machen. Und dann kümmern wir uns hier um die wunderbaren Ideen für den Direktor. Warum auch immer. Aber gut. So, der letzte Pullover. Das bedeutet, du kannst da ein bisschen nachlegen. Das hier ist für dich. Und dann darf ich gleich nicht vergessen, da oben aufzuräumen mit der guten Janet. So, da ist alles aufgefüllt. Zack, zack, zack. Das ist für euch. Karl, habe ich dich wieder gehört? Ich glaube, ich bilde mir das ein. So, Janet räumt auf. Hey, ich höre den doch die ganze Zeit, oder nicht? Oder ist es die Musik? Ich kann es gerade voll nicht zuordnen und ich sehe ihn auch nicht. Also von daher einfach mal ein bisschen abwarten. So, Janet dahin. Ich kassiere mal eben. Dann haben wir einmal das hier mit Handschellen bzw. Kette. Ich weiß nicht, was das sein soll. Sieht aus wie eine Tasche, einfach mit so einer Kette dran, ne? Sind aber Handschellen hier, definitiv. Aber gut. So, Mädels, was kann ich euch bringen? Ich kann erstmal das hier machen und dann bekommt ihr das hier. Oh nein, jetzt kommt ihr wieder zu... nee, zu viert. Zu viert geht, da will ich nichts sagen. Zwei davon. Was ist jetzt das Problem? Du hast irgendwas Falsches genommen, Angela. Einen davon. Ich habe doch schon wieder Karl gehört. Ich höre den die ganze Zeit. Ach, du bekommst das Spielbrett. Ja, sorry, es ist gerade ein bisschen voll hier. Wie ihr vielleicht seht, ihr lieben Insassen. So, das ist dann für dich. Hier wird dann abgeräumt. Okay, da oben ist soweit alles fertig abgeräumt. Dann nehmen wir mal eben eins davon. Dann bekommst du Toilettenpapier mit Zahnbürste und Flipflops. Okay, dann nehmen wir Waschmittel mit. Das hier für dich. Könnte der Karl nicht mal auftauchen, wenn hier gerade nichts los ist? Ich glaube nämlich, der ist irgendwo in der linken Ecke. Aber ich habe das Gefühl, in der linken Ecke ist immer was los.
Oh, da oben aufräumen nicht vergessen. So, hier kann ich schon mal kassieren, Spielbrett wieder zurückräumen. Dann den Pullover und einmal das Brot, bitteschön. Dann wird hier aufgeräumt. Karl, jetzt tauch doch bitte nochmal auf. Ey! Leute, ich höre den die ganze Zeit und ich meine, dass wir in der linken Ecke. Da ist er. Ich habe ihn. Boah, auch mies versteckt, ne, wenn da überall diese bunten, ja, whatever sind. Richtig mies versteckt, aber gut, jetzt haben wir ihn. So, Zeitung noch dazu, bitteschön. Yay! Und du gehst da oben hin, meine Liebe. Was kann ich dir bringen? Wahrscheinlich Schuhe und, keine Ahnung, jo, Schuhe und Tasche. Gut, bitteschön, Janet räumt ein bisschen auf. So, Waschmittel und Zeitung für dich. So, 3475. Okay, ja, das kriegen wir doch hin. Das sollte doch kein Problem sein. Vielleicht nehme ich hier nochmal was. Janet räumt nochmal auf. Oh, jetzt kommt nochmal eine Sechsergruppe. Dann stelle ich lieber nochmal ein bisschen Wäsche an. Kann ich hier nochmal kurz kassieren, oder? Ah ne, ihr wollt gar nicht so viel Klamotten. Ja gut, dann kann ich die Wäsche auch durchlaufen lassen. Da fällt mir ein, ich muss gleich selber noch Wäsche aus dem Keller holen. Gut, dass das Spiel mich daran erinnert. So, die Schuhe dazu, bitteschön. Ach, das Waschmittel hätte ich jetzt mitnehmen können, aber ist egal. So und so und so, das ist für dich. Und jetzt hätte ich auch noch den Pulli mitnehmen können, aber ist auch egal. Janet, räum mal bitte auf. Da habe ich irgendwas verpeilt. Okay, dann machen wir das nochmal so. So, was ist jetzt, Mädels? Habt ihr alles? Jo, sieht gut aus. Okay. Stunning. Janet, ich habe mich entschieden. Ja, ja, ich habe schon alles gepackt und kann es gar nicht erwarten hier. Ich habe mich entschieden, dich im Gefängnis zu lassen. Was? Ich denke nun, wir denken, dass du mehr Zeit zum Nachdenken brauchst, warum du hier gelandet bist. Was meinst du mit wir? Gefängnisdirektor Morgan, ich habe hier einen Vorschlag für ein neues Schulungsprogramm für die Gefangenen. Ich denke, dass sie das sehr interessant finden werden. Es wurde in Studien bewiesen, dass ähnliche Programme das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen und vor allem die Disziplin der Gefangenen verbessert haben. Sehr gut, Angela. Ich unterstütze es immer sehr, wenn meine Zellentakte die Initiative übernehmen. Ich werde es mir gleich ansehen. Du könntest das ein oder andere davon lernen, Janet. Oh, jetzt muss sie noch bleiben. Ach, wie cool. Gut, Leute, das war's jetzt für diese Folge. Wie gesagt, wir müssen beim nächsten Mal schauen, ob ich das tatsächlich dann alles in der letzten Folge hinbekomme oder ob wir doch noch zwei Folgen machen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.